herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute Donnerstag und weiter geht's auf der Essen Motor Show. Wir gehen heute mal den Igor besuchen. Ihr erinnert euch aus den Schweißvideos. Und zwar finde ich es nämlich extrem cool, dass er auch einer der wenigen ist, der hier vor Ort wirklich noch ein Handwerk vertritt. Der hat einen Kooperationsstand noch mit zwei anderen. Die lernen wir gleich mal kennen. Kenne ich persönlich auch noch nicht. Und das Geile ist, er hat für uns ein bisschen was vorbereitet. Ein kleines Geschenk, so wie Igor das ja immer gerne macht. Und genau deswegen gehen wir da jetzt mal hin. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Philipp. Wie geht's dir? Du bist fleißig am Schweißen hier. Ja, wir sind fleißig am Schweißen, so schöne Anhänger. Und jeder kann sich so eins mitnehmen. Damit wollen wir einfach die Kunst präsentieren, das Wegschweißen nicht so einfach ist. Du musst auf jeden Fall lauter reden. Ja, ich muss lauter reden. Auf jeden Fall richtig brüllen. Ja. So, okay. Essen Motorshow für dich das erste Mal? Das erste Mal. Es ist einfach unglaublich. Es ist besonders. Eindrücke kreuz und quer. Also das muss ich noch wahrscheinlich wochenlang danach verarbeiten. Wie kamst du überhaupt auf die Idee hier zu schweißen? Schweißt du den ganzen Tag jetzt hier? Ja, dafür muss ich gerne meine Partner dazu holen. Ich stelle mich auch kurz vor. Mich kennen die Leute hier ja, schon. Ja, ne? Ich kenne sie schon. Entschuldigung. Hi, servus. So, das ist einmal der Marcel von MFI. Auch vielleicht schon bekannt. Und das ist der Max von JF Unlimited. Und ich muss den zwei sehr dankbar sein, weil die haben es irgendwo möglich gemacht. Ne? Ihr müsst in meine Richtung sprechen, das kann so nicht funktionieren. Also die beiden haben es möglich gemacht, kommt durch hier. Nach da? Ruhig schon nach da gucken. Die beiden haben es möglich gemacht. Max, du hast den Aufruf gestartet. Ja, genau, wie gesagt, für uns war es ja klar, dass wir wieder auf der Essen Motor Show sind dieses Jahr. Und Marcel macht ja schon mehrere Projekte mit Schweißer und Co. Und dann kam der Marcel und hat gesagt, ja, der Igor und so, den brauchen wir ja unbedingt noch im Team. Und ja, so ist das Trio eigentlich entstanden. Ja, ja. Und es kommt halt echt super an hier auf der Messe. Okay, das heißt, stellt euch einmal kurz vor, das ist Igor, der macht die witzigen Experimente bei YouTube immer. Ja, wird noch witziger. Ich bin der Marcel von MR Pipes, bin der Rohreverleger, also schweiß die ganzen Anlagen und Downpipes hier auf dem Stand. Also ihr baut richtig aus, wenn wir sagen. Richtig, genau. Komplett. Okay. Und ich bin dann quasi der, wo das Ganze dann für den Kunde mit Zulassung und alles anbietet. Ah, cool. Also so richtig, wie gesagt, mein Tuner-mäßig fast schon dort. Genau. Also wie gesagt, von A bis Z Eutrio, der Schweißanlage über den Marcel, wo schweißt, über derjenige, wo es dann quasi nachher weil ich verkauft. Ich habe im Vorfeld gerade schon gesagt, dass ich extrem cool finde, dass es solche wie euch hier auch noch gibt, die immer mal ein Handwerk vertreten. Ja. Ne? Weil es ist ja viel nur noch Felgen, Fahrwerk, Folie, Klamotten und so weiter. Ne? Aber richtig so Handwerk, Tuning, Werkzeuge und so weiter ist ja schon eher weniger geworden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir wollten noch ein bisschen mehr zeigen. Das Thema war, die Idee auf der Motorshow Essen sein, war schon immer da, aber die Möglichkeit nicht. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich gehe auf die Motorshow Essen und stelle hier Schweißgeräte aus, das wird keinen interessieren. Ja, ja. Ja, du musst halt geil, geil verbinden einfach. Ja, ja. Ne? Hier habe ich einen geilen Typen, der schweißen kann. Und das kommt, die Kombination passt einfach. Ne? Und deswegen klappt das. Das geht ohne Probleme, dass ihr hier ein bisschen rumschweißt. Ja. Wieso stellst du diese Frage? Ich bin immer beschwert, sagen wir es mal so. Es kommt gut an. Kommt gut an, glaube ich. Ja. Kann man es auch mal gerne extrem, mal tun. Extrem viel Besucher da, wo Interesse haben, nur selber am Schweiß einfach. Wie funktioniert es? Wie findet das Ganze statt? Das haben wir eigentlich selber auch nicht so erwartet, dass es echt so extrem ist. Wie ist das mit Stammkundschaft, die hier so, also Stamm-YouTube-Kundschaft, die sonst bei den Videos gucken, waren da viele da? Es ist wirklich interessant, weil es kommen viele Menschen, die gucken dich an wie so ein Fragezeichen und dann sage ich, kennst du schon unseren YouTube-Channel, will ihm die Karte geben? Dann fangen die an zu lachen und sagen, ich kenne dich doch. Ja, ja, und das finde ich so faszinierend. Die sagen dir das nicht, aber einige gucken schon. Ja. Und dann reden die genauso wie du von diesen Experimenten am Sonntag. Und das finde ich so echt ohne Ende, Leute. Auch von meiner Seite her. Ich habe jetzt so richtig geile Bieröffner habe ich fertig gemacht und habe 150 Stück einfach schon weggehauen. Die ganzen Instagramer, die kamen bei. Ich hole aber gleich ein. Das kommt echt ultra geil an. Ja, ja, das ist schon gut. Ja. Also erfolgreiche Messe bisher. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch was für dich. Ja, ich hab's schon befürchtet. Du hast es befürchtet. Es ist Marcel, ja, das gute Stück. Ah, ja. Es wird gebracht. Kommt aus dem Tresor jetzt. Ich meine, wir müssen auch ein Stückchen weit ehrlich sein. Die Inspiration kam ja von dir. Und du wolltest es haben. Dann weiß ich jetzt auch, was es ist. Ja. Und ich wusste noch nicht, wie wir es genau umsetzen. Ja. Ich hätte es alleine nicht hinbekommen und schau da. Also die Igor kam einfach mal auf mich drauf zu und gemeint, hier Marcel, kriegst du sowas hin, kannst du sowas bauen? Ja. Und ich habe gedacht, komm, ich habe immer Bock da drauf, ne? Mach's es einfach mal. Ja. Ne? Hab meinem Lasermann habe ich geschrieben, hier Baron, pass mal auf, so und so, ich brauche eine Cap. Ne? Er geht hin, nimmt eine originale Cap, schneidet die auseinander, um halt eben das ganze Programm für die Lasermaschine schreiben zu können. Hat es gemacht, hat mir die Teile geschickt. Ne? Und ich saß dann einfach da mit den ganzen Laserteilen, die einfach gerade waren. Ja. Ich denke mir so, oh, wie machst du denn das jetzt? Ah, ja, fängst einfach mal an. Ne?
hab die in die Blechrolle eingespannt, hab die rübergerollt, hab's unten erstmal einmal komplett geheftet, ne? Und hab ich mit dem Gummihammer. Die Nähte hier, krass. Ist doch so eine etwas andere Art zu schweißen von der Naht her, oder? Ja, genau. Und man geht halt hoch und runter und tupft halt immer rein. Ne? Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen. Und alles gut. Herzlichen Dank. Hab so einen Gummihammer halt eben gerade beigedengelt, ne? Bis das ganze Ding zu war, halt eben drüber geschweißt, nochmal aufpoliert, drüber satiniert, ne? Hier so schöne Nieten reingezogen. Ja. Ne? Also sehr viele Arbeitsschritte drin. Glaube ich. Ja, krasser Scheiß, Alter. Ja, krasser Scheiß. Ey, gerade auch die Löcher hinten drin. Alles gemacht, ne? Ja, bitteschön, ist hier, ne? Vorsicht! Ja, zieh mal auf, ne? Ich hab leider einen recht großen Kopf, deswegen aber ja fast so Bauarbeiter, ne? Ja, du musst das hier verlängern hinten, ja? Aber geil. Und was natürlich jetzt nicht mehr geht, ist sie zu biegen, ne? Das wird hier ein bisschen heftiger. Wenn du magst, können wir das mal kurz dir hier vorführen, wie sowas entsteht, wie solche Anlaufarme stehen und vielleicht den technischen Hintergrund mal ein bisschen erklären. Also auf jeden Fall werdet ihr diese coole Mütze bei uns auf dem Stand sehen. Jeder, der ein Foto machen will, kann natürlich ein Foto davon machen. Ein paar Tage habt ihr ja noch. Ich find's mega. Das Ding wandert auf jeden Fall direkt zu uns im Verkaufsraum. Also du bist zufrieden mit dem, was du bekommen hast? Ah, perfekt. Ja. Völlig geil, ja. Cool. Sieht halt Chevy auch. Hat sonst keiner, ne? Weiß ich nicht. Wir machen hier auch was Besonderes für jeden. Der kann so einen Schlüsselanhänger mitnehmen. Mhm. Und ich würde sagen, dass der Oberboss persönlich jetzt mal einen Schlüsselanhänger. Was hältst du davon? Können wir machen. Ich brauche Handschuhe erstmal. Die richtigen Handschuhe. Nochmal zu der Sicherheit. Wir haben hier eine Absaugung. Wir haben eine Absaugung, die Gasflasche ist gesichert, wir haben ganz wenig Strom und das ist eigentlich alles hier abgesichert. Hier kann nichts passieren. Und jetzt kommt der coole Moment. Falscher Knopf. Warte mal. Doch, so jetzt. Aber hier liegen sie auch drin. Genau. Gleich. Ich sag's, die Besucher können halt direkt vor Ort zuschauen. Laut, richtig cool. Und keine wird geblendet und dann geht's. Ja, kann jeder direkt so. Genau. Was wir nur Schweiß halt selber drauf hast. Das kommt ziemlich gut an. Ja. Selber gebaut den Tisch? Den Tisch habe ich von der WM, aber die Folierung ist natürlich von uns. Also, ich lege die mal so an der Seite. Jetzt gehen wir noch mal kurz zum Schweißgerät, checken mal die Einstellungen ab. Ne? So, die 70 Ampere haben wir drin. Der schweißt nämlich Nachstimmzeit, Puls 1, 2, passt alles. Ich kann sehr viel von Marcel lernen. Die macht das von alleine. Ja, Schweißgerät, ja, das geht ja, jetzt ja. So. Wie viel schweißt du so pro Tag normalerweise? Wie ich Bock habe. Ne? Also, sag mal. Heute waren es sicher mal so 20. Das Geile war, meine Schwester war heute hier am Stand. Ne? Und die war auch selber mal am Schweißen. Ich glaube, der ist von meiner Schwester. Mhm. Fürs erste Mal schon ganz geil. Ne? Ich meine jetzt nicht hier, sondern sonst im Alltag. Boah, jeden Tag. Jeden Tag. Nonstop halt. Ne? So, jetzt alle hinter die Scheibe bitte. Riecht doch gleich ganz anders in der Halle hier. Ja. Aber die einzelnen Punkte, die macht das Gerät jetzt von alleine. Genau, die Frequenz ist da so eingestellt. Genau, das wurde so eingestellt. Das sind 1,2 Hertz und ich gehe halt gerade immer so mit dem Takt, gehe ich halt rüber. Ne? Gehe da kreuz und quer rüber. Nutzt du das Verfahren beim normalen Schweißen auch irgendwo? Ja, oder schon, ist das jetzt rein schon. Nur für die Optik? Schon, so? Ich ziehe eine Grundnaht halt, ne, und rave da nochmal drüber. Ah, nur wegen die der Optik. Also einmal drüber. Ne? Schön mit Durchspann auch und dann nochmal wegen aus dem optischen Aspekt. Und da, das ist auch so oder das ist da genau, genau. Auch einmal eine Grundlage, ne? Und dann drüber geraved halt. Okay. Einfach weil es geiler aussieht, ne? Naja. Aber man muss auf jeden Fall einmal drunter schweißen. Mhm. Krass. Ja, dann wollte Igor noch was in Farben sagen hier. Ja, also wie man schwer erkennen kann, wenn sich ein bisschen jemand auskennt, diese Innenstahlbauteile sind sehr klein, ja? Wenn jetzt ein normaler WIG-Schweißer, der noch nicht so viel Erfahrung hat und würde jetzt damit anfangen und würde sich jetzt mit den Pulsen nicht auskennen, kann sein, dass das schnell grau wird und das wollen wir nicht. Wir wollen halt schöne Anlauffarben haben und wie man sieht, mit Kupfer unterbaut, damit die Wärme weggezogen wird. Also so eine Abgasanlage in der Qualität zu bauen, da gehört viel Know-how halt dazu. Und die Besonderheit auch bei der Maschine, die du hast, ja, die WIG-Maschine. Wir können dir auch die Parameter nennen, du könntest solche Sachen auch umsetzen. Mhm. Ja? Also die Wärme muss raus. Jetzt kommt noch der besondere Punkt, wir haben natürlich hier auch ein spezielles Gas, also Trick 17, ja. E2. Wieso zeigst du das? Zeigst du ungern, ja, das darf keiner wissen. Das ist ein Geheimnis. Ja. Ernsthaft? Ja. Du hast auch zu den Einstellungen gesagt, dass es ein Geheimnis ist und hast mir doch alles verraten.
Dir. Ja. Nicht den restlichen 100 Euro. Ja, okay. Deswegen bestecken wir das jetzt hier gerade. Okay, zeigen. Aber ich hab's gesagt. Macht nichts. Wir sind ja, auf jeden Fall, immer dazu. Es gehört halt sehr viel Wissen und Erfahrung dazu, die der Marcel hat. Ich habe auch sehr viel von ihm gelernt. Und, aber ich finde das auch klasse. Er hat das auch dem Max gezeigt. Max, wie oft hast du in deinem Leben geschweißt? Schon viel. Aber nachdem es Marcel halt zeigt hat, geht es halt einiges einfacher. Ja. Schweißt du nur Edelstahl oder alles? Rumnickel überwiegend. Ich fange jetzt bald mal ein bisschen an mit Ladenluftkühler, auch fürs eigene Auto. Und dann schauen wir mal, wo es da noch hingeht. Weil Gitarren habe ich auch. Es gibt ja so manche, die lieber Alu schweißen und manche, die halt lieber Stainless schweißen würden. Ja, cool. Was habt ihr sonst noch so hier so mitgebracht? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit dem an, was ich mache. Ich habe die kleinen Wickmaschinen mitgebracht, die das halt möglich machen. Zum Umhängen mit denen? Zum Beispiel, ja. Aber bis jetzt sind sie noch alle da. Ja. Gott sei Dank, ich hoffe, das bleibt bis Sonntag so. Ich habe hier auch einen abgefahrenen Helm mitgebracht. Das ist halt was Besonderes. Damit du auch gesichert bist, bekommst du permanent frische Luft. Ah, okay. Ja, das ist halt, wenn du ganz sicher gehen willst. Ah, das heißt, die Luft wird reingeblasen, genau. Nicht abgesaugt. Die wird hier angesaugt, wird gefiltert. Und geht in den Helm rein. Genau. Das ist halt, empfehle ich halt, das an der Stelle. So, das war die ganze Schweißtechnikwelt. Aber das ist dann wirklich jemand, der Stunden schweißt oder so. Richtig. Ja. Wenn du jetzt den ganzen Tag Aluminium schweißen würdest, würde ich das auch empfehlen, weil du bekommst Kopfschmerzen. Richtig? Ja, eben. Man muss immer absaugen. Und dann habe ich halt diesen verrückten Helm, fällt aber auf. Ne? Hat ein Freund für mich gemacht. Der ist fast so cool wie deiner. Hast du deinen dabei? Aber nur fast. Ja, aber wir meinen ehrlich gesagt, ich habe an dem Tag, wo wir losgefahren sind, da habe ich Igor noch gefragt, ob ich mitbringen soll. Und ich? Er hat auch noch gleich geantwortet, aber ich habe es erst am Abend gelesen. Ja, Frechheit. Aber ich verzeihe dir noch mal. Danke. Ja, also wie gesagt, ich habe hier die Schweißtechnik. So habe ich ihn jetzt wenigstens noch länger. So ist er wenigstens nicht weg. Man weiß ja nie, was hier so auf der Messe immer, ja, wir immer passiert. Noch, wir lassen uns noch ein paar Sachen für dich einfallen. Da gibt es noch ein paar Sachen. Das war die Schweißtechnikwelt, halt der Schweißtisch und das Schweißen. Dann kommt als nächstes der Marcel. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, was der baut. Das ist einfach. Ich finde, man kann das nicht beschreiben. Mhm. Das sieht schon heftig aus. Das ist halt eine Anlage von 35er GTR, die ich da zusammengetragen habe, geschweißt habe. Ja. Habe ich so auch noch nie gesehen mit dieser doppelten Rohrführung übereinander. Da geht es in erster Linie geht's einfach darum, bei geschlossener Klappe, weil viele andere haben das Problem mit dem Gegendruck, mal eben ein bisschen entgegenzuwirken. Und ich würde mal sagen, so 600 PS müssten da eigentlich bei geschlossener Klappe abgeführt werden. Mhm. Ne? Das heißt, wenn Klappe zu ist, geht der Abgasstrom bis hier gegen die Klappe gegen. Genau, geht dann hoch. Und anschließend hier einmal durch, was ist das, 50? Hier 54 mm. 54 durch in die Endrohre, ne? Genau. Und das ist dann so richtig, richtig leise, ja, ne? Das ist richtig leise. Richtig leise. Also leiser als original, haben wir getestet. Und ja, das Ganze komplett bis vorne an Lader. Würde sich in dem Fall, wenn der Gegendruck zu hoch wird, würde sich die Klappe automatisch selber aufdrücken? Das ist eine Sache vom Gerät halt letztendlich. Ne? Es gibt ja von Capristo, wie auch immer, da gibt es ja die ganzen Steuerungsmodule. Ah, jeder Steuerung. Genau, die halt eben dann selber steuern. Das gibt's schon, das kann man kombinieren. Aber einfach durch den Strom würde sie sich nicht aufdrücken? Nee. Okay. Ja, sieht auf jeden Fall heftig aus. Wie lange sitzt du an so einer Anlage? Boah, die dauert relativ lang. Das ist das meiste Stück, würde ich mal sagen, was ich da so im Repertoire dann habe letztendlich. Ne? Und so eine halbe Woche ist man da schon dran. Weil ich könnte mir auch vorstellen, so, dass sich das ja schon auch so ganz gut verzieht, oder? So mit diesen, Rohren übereinander und 90 Grad drauf und so. Ich habe die so auch selbst unter meinem Auto drunter. Und das funktioniert. Seit über anderthalb Jahren mache ich die so. Aber grob ein Zeitfenster, wie lange dafür brauchst du so eine Anlage? Halbe Woche. Halbe, würde ich schon sagen. Wenn ich jetzt nur mal eine baue, dann auf jeden Fall. Wenn ich jetzt eine höhere Stückzahl baue, dann geht es auch schon schneller. Ja, weil das sind ja schon etliche Meter Nähte hier. Ne? Ja, das ist schon ein bisschen was. Ne? Ja, sowas haben wir gemacht. Universalteile. Mhm. Habe ich auch eigene Euro 6 Katalysatoren. Mhm. Carbon-Endrohre. Reduzierungen selber gepresst. Von 54 bis 120 mm kriegen wir mittlerweile hin. Mhm. Das habe ich noch mit. Ja, sämtliche Downpipes halt eben. Ne? Ein paar Törtchen. Ein paar Törtchen, genau. Meine Schwester hat mir da vorbeigebracht. Mega geil. Was ist das? 3 Liter TFSI. Ah. Das ist auch interessant. Dazu kommen wir gleich. Ja, genau. So halt ein bisschen was. Und drüben halt so die VW-Schiene. Ne? So richtig. GTI, Golf R. Das ist natürlich mal Chef von innen aus hier. Komplett alles so bis ins Feinste verschliffen.
Vor allem gerade bei Edelschalen machen das ja viele ungern, weil du halt wirklich dran schleifst. Ne? Eben. Das wird dann schön formiert und dann trotzdem nochmal glatt geschliffen, wenn man halt eben richtig Schmackes fährt, um als Abgas gescheit abführen zu können. Ne? Was ist das denn so? TTS RS3 oder? Ja, genau. 8V, Vorfacelift ist das. Ja. Hier ein bisschen Golf R. Und normalerweise würdest du die Anlagen aber so geschliffen ausliefern oder so mit den schönen Farben? Eigentlich wie ich so Muster. Echt? Da habe ich mal ein bisschen Bock, okay, ich pack das Beizgerät mal aus, beiz mal ein bisschen drüber, so aus optischem Aspekt. Manchmal spiele ich auch ein bisschen, lasse einen Teil so und Teil lasse ich so, wie ich halt eben Lust habe. Das ist jetzt gebeizt und geschliffen? Das ist gebeizt und geschliffen sogar. Okay. Nochmal aufpoliert. Hier jetzt zum Beispiel. Die für den GTI habe ich so gelassen mit den Anlauffarben, weil da stehen sie ja auch drauf, die Leute. Ne? Farbe, Grund der Bund. Ne? Ja, das Gold. Das ist halt von Farben her echt schon bunt. Cool. Das ist ja immer so ein zweischneidiges Pferd, sag ich schon. Was ist hier los? Nein. Kunden wünschen sich diese Anlauffarben, aber wenn man das professionell macht, musst du die entfernen. Das ist ein Zeichen für später Korrosion. Das wird eher da rosten. Dann kommt der zweite Part, wenn du es richtig machen willst, musst du formieren. Ja. Das ist auch ein zusätzlicher Aufwand. Und die Wurzel muss auch stimmen. Das heißt, eigentlich muss die Naht, die du von außen siehst, die muss von innen genauso aussehen, wenn man es ganz richtig macht. Ist sie von innen auch farblich angelaufen? Nee. Leicht. Leicht. Ja, je nachdem, was du für Parameter hast. Golden. Also leicht golden. Ja, ja. Bisschen Gold so. Ja, cool. Immer wieder krass, dass halt Schweißen halt wirklich wie so ein bisschen wie so ein Kunstwerk für euch ist. Ne? Ist halt definitiv ist, so. Ist ja, ich lebe das halt echt voll. Ne? Also jeder, der noch nicht hier war, Halle 6, ein paar Tage habt noch auf der Essen Motor Show, um genau zu sein, das Video kommt morgen, also 2 Tage habt ihr noch und kommt einfach vorbei. Ja. Dürfen die Leute auch selber schweißen, wenn sie es können? Also wenn jemand erfahren ist, unter Aufsicht können wir es machen. Aber bevor wir es vergessen, noch was ganz Wichtiges, hast du dir das Licht angeguckt? Das Licht angeguckt. Das muss ich dir unbedingt zeigen. Ich finde das persönlich abgefuckt. Zeig her. Kommst du mal ganz kurz? Haben wir sonst das Wichtigste fast? Ja, klar, das ist es. Hast du dir das hier vorne angeschaut? Ah, in grün. Was ist hier? Das ist doch eher was für René hier, oder? Der ist jetzt eigentlich auch, ich sag mal, Welt, also aktuell Neuheit auf der Messe. Mhm. Und quasi die komplette Platine im originalen Schellenhofer quasi austauscht gegen RGB-Platine. Ist dann ganz der Name Bluetooth-Controller vernetzt, sodass du quasi also äußerlich im Schellenhofer nicht siehst. Und du kannst du quasi jetzt mal Bluetooth der Verbindung holen, wenn du gar nichts machst, ist ganz normal weiß. Ja, ja. Und dann kannst du halt alle möglichen Farben einstellen. Du kannst quasi auch noch blinken, wo es quasi dynamisch wirkt. Und so eine Geschichte. Das heißt, den ganzen Scheinwerfer aufgemacht, zerlegt und das wieder rein. Komplett. Du kommst von hinten kommst du nicht hin. Also bei Audio und bei BMW funktioniert es, dass du von hinten rein kommst du die Platinen, aber bei Golf musst du komplett aufmachen. Krass. Ja. Genau. Ja. Dann Umbau auf Facelift-Front. Das war auch, sag mal, nicht gerade so wenig Arbeit, weil die passt ja nicht, weil Facelift-Scheinwerfer geht ja normal. Ja, ja. 3 cm dahinter. Wilde Folie. Wilde Folie, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall coole Idee. War ja früher war ja auch sowas, da haben da viele angefangen, Scheinwerfer aufzumachen. Du wolltest auch noch den Scheinwerfer aufmachen, fällt mir dabei, ne? Ja. Sollte eigentlich orange foliert werden innen. Ja. Ja, weißt du, wo du die Melder kennst. Nee, es ist tatsächlich so, steht der da vorne. Also früher war es tatsächlich auch einfacher, die Scheinwerfer aufmachen. Mittlerweile, also die Hersteller lassen sich schon einiges einfallen, das ist echt schwierig. Vor allem halt auch so, dass du nachher nichts siehst. Wie ist das mit Steuergerät und so? Das geht aber bei den Autos noch. Dass jetzt nicht irgendwie Fehlermeldung kommt, nee, das ist das. Du musst quasi alles, du musst halt, klar, du musst deine eigene Platine musst halt richtig mit den richtigen Lichtern kombinieren. Und dann kannst du gewisse Lichter deaktivieren, also dekodieren. Okay. Also und schon. Ist nicht einfach ein Leuchtmittel tauschen. Nee, es ist nicht so Plug-and-Play-Set, wo du einen Kunde geben kannst und da ist schon viel Technik dahinter. Ja. Genau. Ja, kommt nochmal ran hier. Ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen. War schön mit euch. Kommt vorbei. Werft den Igor ein bisschen. Schweißt alle ohne Ende. Und die auch und den auch, bitte. Genau, Michael. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke dir. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Gerne. Ciao.